Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum Kinocast Nummer 766. Hallo Kate. Schönen guten Tag sind wir schon bei Tag, ja, doch, kann man schon sagen, ja. Hallo Chris, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, hallo, lieber Erik. Guten Tag, guten Tag, auch von mir, hier ist der Erik. Und wir haben Filme mitgebracht heute aus der Sneak Preview, den Schweizer Erfolgsfilm Die Nachbarn von oben. Mal schauen, ob der uns, ob der auch was fürs deutsche Publikum ist. Dann im Heimkino gab es Einer muss streben, stand letzte Woche noch drin, aber wahrscheinlich muss er sterben, der eine. Wir werden sehen, wer das ist. Ähm, Boston Strangler habe ich mal geschaut. Dann Serien gibt es auch. Jury Duty. Und wir reden mal über die erste Staffel von Tulsa King. Da wird es noch rechtzeitig einen Spoiler Tag geben. Und mal schauen, was uns noch so einfällt. So, jetzt bin ich erstmal dran, obwohl meine Stimme etwas lediert ist. Ähm, die Nachbarn von oben. Da war ich nämlich alleine in der Sneak Preview. Der Chris hat nur mal moderiert und musste dann weg. Ähm, die Nachbarn von oben. Also, es geht darum um ein Pärchen, die sind ja, weiß nicht, wie alt die sein werden. Ich denke mal so Ende 40 oder so. Und er ist Konzert oder er war mal Konzertpianist und ist jetzt an einer ich glaube an einer Universität oder irgendwo Lehrer, also man sieht ihn am Anfang so in so einem Klassenraum, wie er eine Arbeit schreiben lässt über Musik und seine seine Frau um, was macht die eigentlich? Macht die irgendwas mit. Ja, irgendwas, weiß nicht, ich glaube, er bringt Geld nach Hause und, und sie macht da nicht so viel. Ich glaube, irgendwas mit Kunst oder so, ein bisschen Kunstgewerbe. Na jedenfalls, um, man merkt dann schon so, die beiden haben sich schon so ein bisschen auseinandergelebt, so im Laufe der Jahre. Und um, die, das funktioniert so ein bisschen, den ihre Beziehung, weil beide. Nicht mehr so viele Ansprüche haben an solche Beziehungen und sowas. Und ja, jeder hat sich so ein bisschen arrangiert. Und ähm, es kommt dann so ein bisschen das Gespräch darauf, auf die Nachbarn auch, die immer sehr laut sind. Und die Frau. Also Lisa heißt sie und. Ne, Entschuldigung, Entschuldigung, halt, das sind ja erstmal die anderen. Der Thomas ist die Hauptfigur und die Anna. Die Thomas und die Anna, genau. Und die Anna sagt nämlich, sie hat die Nachbarn von oben mal eingeladen, denn seitdem die eingezogen sind vor ein paar Monaten, da hat sie die irgendwie mal getroffen und da hat sie denen das versprochen, dass sie die mal einlädt zum Abendessen und er ist da gar nicht so erfreut drüber. Dass sie die Nachbarn eingeladen hat. Er will da eher seine Ruhe haben zu Hause. Er hat auch noch Arbeiten zu korrigieren. Ich glaube, der Chris kennt das dann, <laughs> ähm, wenn man dann einen Stapel Arbeiten mit nach Hause genommen hat, die bis zum nächsten Dezent. Tag, zum nächsten bei, bei mir liegen äh, gerade die Abschlussprüfungen in Mathe. Äh, so ungefähr auch. Der schreibt halt irgendwie, ich denke mal Musik oder sowas oder ist vielleicht ähm, ja, äh, Professor an so einem äh, Musikstudium oder sowas. Er hat auf jeden Fall einen Stapel Arbeiten, der noch korrigiert werden muss und Sie hat nun für heute Abend die Nachbarn von oben eingeladen und das Ganze ist so ein bisschen aufgebaut wie so diese ja Gottesgemetzelsfilme oder wie das perfekte Geheimnis oder sowas oder wie diese äh, der Vorname. Also es funktioniert sehr viel über Gespräche. Wir erfahren dann halt zum Beispiel, dass ähm, die Nachbarn von oben wohl immer sehr laut sind beim Sex. Und das stört beide ja irgendwie so ein bisschen. Sie sagt dann so ein bisschen, dass sie sich ja fast ein bisschen freut für die Nachbarin von oben, äh, dass sie so laute Orgasmen hat und sie will das eigentlich gar nicht ansprechen, das Thema, weil ansonsten jedes Mal, wenn sie sich gehen lassen will, dann bei einem Liebesspiel, dann äh, denkt sie vielleicht, ah nee, jetzt kann ich nicht, jetzt, sonst schimpft die Nachbarin von unten wieder oder so. Sie will das eigentlich gar nicht ansprechen, aber er ist da ganz pragmatisch. Er sagt: Nee, das muss angesprochen werden. Und wenn das jetzt äh, in der ersten Viertelstunde nicht äh, zum Thema wird, wenn sie das nicht dezent anspricht, dann wird es er direkt ansprechen und so. Und, ja. Also die Nachbarn von oben, die kommen dann halt auch, gespielt von äh, Sarah Spale und Maximilian Simonischek. Und das ist nämlich die Lisa und das Salvi. Und dann spielt sich das Ganze mehr oder weniger nur zwischen den vier Personen ab, der ganze Film. Denn es sind dann so Gespräche, die dann stattfinden. Und ja, kurz bevor dann, ähm, ich weiß nicht, kann, kann man das eigentlich, soll man das sagen? Ich habe es in einigen Filmkritiken gelesen, die ich dann hinterher und auch Filmbeschreibungen, stand es eigentlich überall schon drin. Deswegen, also wer vielleicht eventuell in die Sneak geht, der skippt jetzt einfach mal so zwei, drei Minuten oder so. Ähm, aber ansonsten ist jetzt kein kein großer Spoiler oder sowas aber um den eigentlichen Kniff zu verstehen muss ich es schon mal mit nennen denn kurz bevor ähm, dass der der Thomas ansprechen kann und er will es gerade so direkt ansprechen weil das Gespräch so ein bisschen in die Richtung geht ähm, sagen die anderen beiden die Nachbarn von oben sagen dann ja ähm, Tut uns leid, falls es manchmal ein bisschen laut ist, weil wir haben ab und zu mal so Leute zu Gast äh, und die, die haben sehr lauten Sex und wir machen da immer mal so, so Gruppensexpartys mit Partnertausch und so weiter und die anderen, die wir da zu, dazu einladen, die sind immer sehr laut und dann nimmt das Gespräch so eine ganz andere Wendung, weil die sind halt voll locker drauf, die Nachbarn von oben, was sowas angeht und ähm, die anderen beiden von unten, die sind halt eher verklemmt, <laughs> wenn man es mal so nennen will. Also da ist irgendwie schon ewig nichts mehr passiert bei denen im, im Bett oder irgendwas. Ne? Und also die Frau, die Anna, die ist fast ein bisschen neidisch, dass es da oben so abgeht. Und dann, dann geht es halt eigentlich fast nur noch um sexuelle Themen in den ganzen Gesprächen und das hat natürlich auch dazu geführt, dass hier äh, wahrscheinlich einige, die damals auch bei diesem anderen Film mit, den, äh, mit, dem, mit dem schwulen Mann da, die dann so, ja, so eine Schweinerei, die dann rausgegangen sind und so, ich glaube, dieselben, dasselbe Klientel ist diesmal auch rausgegangen, <laughs> aber die anderen, die drin geblieben sind, die hatten echt viel Spaß, weil es war richtig gut geschrieben und das nimmt dann halt auch noch so Wendung, dass dann auch die Anna, die Verklemmte von unten dann auch so ein bisschen ihre Lust daran vielleicht entdeckt und vielleicht da mal mitmachen will. Und die werden dann auch eingeladen. Und ja, da kommen diverse Themen zur Sprache, die schon lange so ein bisschen äh, schwelen und so äh, verborgene Lüste und so weiter. Und das hat echt eine, eine coole Wendung genommen, der Film. Und vor allem die Darsteller sind auch echt gut. Also, der gerade der Konzertpianist, der, der Thomas, der da so diesen. Ja, der spielt da so ein, ich weiß nicht, wie man es nennen will, also wie er es da spielt, ist fast so ein bisschen so wie Stromberg-mäßig, manchmal so ganz direkt und knallhart, so haut er so die Wahrheit raus und manchmal, wenn er so ein bisschen äh, selber in Bedrängnis gerät und so, dann äh, zieht er sich so zurück, also er spielt das echt gut und seine Frau auch und. Also, die, die in das Sneak auf jeden Fall drin geblieben sind, sind nicht viele gegangen. Sind, wie gesagt, dieses übliche Klientel, was mit solchen ähm, sexuellen Themen und sexueller Freiheit und jeder kann das machen, was er will, ähm, nicht klarkommen. Die sind halt rausgegangen. <laughs> und die anderen, die hatten halt echt viel Spaß. Also, da gab es echt viel Gelächter und äh, auch teilweise Szenenapplaus. Und war schon, hätte ich nicht gedacht von dem Film. Also, gerade so ein, so ein Schweizer Film. Äh, ich, also in, meinen, in meinem Gedanken war jetzt die Schweiz eher nicht so das, das völlig offene, sexuelle Befreiungsland, ja. Aber was hier in dem Film gezeigt wird, das huiuiui. Hui. Also da geht es schon anscheinend ganz schön ab hinter verschlossenen Schweizer Türen. Da ist nicht nur, ähm, da wird nicht nur ein bisschen Fondue gemacht und nicht nur Toplerone gegessen, sage ich mal. Ne? Ähm. Hat jemand gerade wow, wow. mal einen Blick in die in, die, in unsere Facebook-Gruppe, wie da so die Wertung waren? Wow. Wow. <laughs> ich also in der Facebook-Gruppe? Gruppe offen. Ja. Ich auch. Erzähl. Ähm, ich muss erst mal groß klicken, weil irgendwie kaum was kommt. Zwischen drei und neun ich ist das. Alles gar dabei. Nicht, ja, zwischen drei und neun ist alles dabei. Ja, ich das es auch Und die auch meisten gleich. haben. Ja, schwierig. Ja, ja. Also, ich denke mal so pro oder contra, so ein bisschen schwarz-weiß. Also, die wie gesagt, die, die yeah. rausgegangen sind, die werden dann wahrscheinlich gleich abgestimmt haben. Und so eine Schweinerei hier, wie damals bei dem Film hier. Und äh, die, die drin geblieben sind, die hatten halt echt viel Spaß. Weil Und vor allem, was das dann auch noch so für verrückte Wendungen nimmt, die, die Geschichte. Man kennt das ja aus diesen anderen ähm, dialoggetragenen. Filmen wie hier der Vorname oder wie das mit diesem Klassenzimmer, wo die da ihre Konferenz machen und so. Ähm, da kommen dann halt wirklich plötzlich Themen zur Sprache und dann nimmt es ganz andere Wendungen. So ungefähr war es hier auch. Also echt gut gedreht auch. Und die Regisseurin, die das gemacht hat, ist wohl eine, eine Schweizer Erfolgsregisseurin, die war mir jetzt noch nicht so bekannt. Ähm, die hat wohl auch schon einen sehr erfolgreichen Film gemacht in der Schweiz und jetzt diesen hier. Also, echt ganz witziges Ding. Also, für mir so siebenhalb von zehn in unserer Gruppe. Weil es gibt keine halben Punkte. Da habe ich acht gegeben. Und ich kann den weiterempfehlen, wie man vielleicht raushört. Ich kann den weiterempfehlen. <laughs> vielleicht ja, aber jetzt die, eine, die große Frage, die ich mir gerade noch stelle, ist: Stehst du jetzt mehr auf Toplochone oder mehr auf Case äh, Fondue? Ah, ehrlich gesagt, auf beides nicht so. Weil Käse Fondue, das ist mir irgendwie zu fettig. Das liegt wie ein Stein im Magen. <laughs> ja, geil. Und. <laughs> Und Toblerone, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie, die, die sind so, äh, das kannst du nicht so richtig essen. Da spießt du dir immer oben in den Gaumen und so. <lacht> dann, <lacht> das sollst du sollst es ja auch nicht hochkant reinschieben, Mann. Ja, du musst es <laughs> doch abbeißen. Da ist doch so eine, so eine Sollbruchstelle. Ja. Und wenn du das in den Mund, dann spießt du die, ja. die Spitze. <laughs> ja, aber, oh. weißt du? ja, aber wie es heißt, Sollbruch, nicht Sollabbeißstelle. Ähm, ähm, ja, dann schmierst du dir ähm, die Hände voll. <laughs> ähm, dann okay. isst du Toblerone falsch. Kann auch sein. Weil es ist nicht zum abbeißen gedacht, es ist zum Abdrücken, also Abbrechen, man tut quasi ja. beide Spitzen eines jeweiligen Stückes zusammendrücken und dann bricht's unten auseinander, und hast du ein einzelnes Stück. Das ist wie wenn du von der Tafel Schokolade abbeißen würdest. Das ist geil. Ist geil, aber das macht man eigentlich nicht. Also dafür ist nicht gedacht. Und von der Toblerone beißt man auch nicht ab. Ja, also Fondue, hm, weiß nicht, oder oder Toblerone, weiß nicht, ich glaube ich gerade beides nicht so. Aber der Schweizer Kaffee schmeckt sehr gut. Der Schümli, den kann ich empfehlen. Schümli. Ähm, okay, das zum Thema Schweiz. Ähm, und was ist bei euch so? Toblerone? Oder oder Beides? Oder Toblerone in Fondue? Ja. Hab nee, Toblerone ja, <laughs> habe ich jetzt erst wieder bei meinen äh, Abschlussklassen auf dem Tisch liegen gehabt. Okay, wollte die jemand bestechen damit? Nein, ich habe es denen hingelegt. Ach so. Jeder ein, ein Stück oder... Oder eine ganze? Nee, so so mini toblerone ah. so, so kleine toblerone minis Weil Da hast du was zum Naschen, du hast Nervennahrung, du hast ein Dreieck und du hast ein, <laughs> ein, 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 ähm, eine Pyramide. Ein gleichschenkliches Dreieck. Sogar, ja. <laughs> Na gut. Sehr gut, Erik. Also Sehr gut. ja, ne? Schule ist lange her. Okay. Dann schauen wir doch mal, was so Neues im Kino anläuft. Vielleicht ist da irgendwas Cooles dabei oder was so in den Charts vertreten ist. Kinocharts und Neustarts. Gehen wir mal mit den Charts. Da habe ich mal. Ähm, ja. Sollen wir nicht erst einen Tipp für nächste Woche sagen? Das können wir auch. <laughs> Was ist denn der Tipp? <lacht> <lacht> der Tipp ist, da sehe ich rot. Seh und ich rot. getippt wurde: Insidious The Red Door und Boogeyman. Also wird auf jeden Fall horrormäßig, höre ich da Passt ja zum Pfingstmontag. So. da bisschen was <lacht> Besinnliches. <lacht> ja, aber diesmal, ich habe es ja letzte Woche insidious the red door schon getippt irgendwie. Einfach mal was Neues oder so hieß ja der Tipp. Ne? Oder immer mal was Neues. Ähm, könnte passen. Könnte passen. Diesmal. So jetzt. Ähm, Charts. Platz 6, John Wick 4. <laughs> Platz 5, die Mad Opera Don Giovanni. <laughs> Platz 4, Super Mario Bros. Da ding. Platz 3, Asterix und die Reise zum Mittelpunkt der Erde, oder wie war das? Und, und Obelix im Reich der Mitte. Ja genau, ähm, nah dran. Platz 2, Guardians of the Galaxy Teil 3. Und Platz Nummer 1, Fast and the Furious 10, wobei da muss ich noch ganz kurz was sehr Lustiges dazu erzählen. Ähm, da spielt ja Michelle Rodriguez mit im zehnten Teil auch wieder, und die hat sich jetzt wohl in einem Interview ähm, beim, auf dem roten Teppich ein bisschen abfällig über Marvel-Filme geäußert, von wegen, äh, sie versteht nicht, dass es so viele Marvel-Filme gibt. Also nicht wortwörtlich, sondern ich, ich gebe es jetzt so in etwa wieder. Äh, sie versteht nicht, dass es so viele Marvel-Filme gibt, es ist doch eigentlich immer dasselbe. Okay. Ich, ich habe das Interview noch vor Augen, sie sagt How many Marvel-Film movies can you make? I mean really, so sagt sie irgendwie. Und ähm, ja, man kann auch zehn Fast and Furious machen. Halt Aber ich so bin mir nicht sicher, lächerlich. ob das ein aktuelles Interview war. Ich weiß es war auch nicht, auf jeden Fall. so super, super, super lächerlich in meinen Augen. Aber was weiß ich schon. Das ist Sehr ja lustig. <laughs> Aber die, die Fast and Furious-Reihe, die hat ja auf jeden Fall vor diesem ganzen Marvel Cinematic Universe gestartet. Das heißt, da gab es auf jeden Fall schon sehr viele sehr ähnliche Filme mit Autos. Ja, naja. Ah, gut, brauchen wir nicht drüber reden. Um, okay. Ich sehe gerade hier deutschlandweit ist sogar auf Platz 5 Sisu. Den hatten wir auch in der Sneak Preview. Den habe ich auch ein paar Leuten empfohlen. Deswegen ist der jetzt auf Platz 1. Ja, nicht in Stuttgart. Ich hab's Stuttgarter Leute. Ja, ist ja Wir haben den ja auch wärmstens hier im Podcast empfohlen. Okay. Was startet denn Neues am. Um, was haben wir denn? Nächste Woche dann. Ist 1. Der 1. Juni, ja. 1. Juni. Da haben wir eh keine Zeit. Da bist du. Ohne Obst, wie um, Also im Kino kann ich, kann ich nächste Woche nicht gehen. Das stimmt. Ja. Aber in Disney das kann ich so. noch gehen. Ja. ja. So. Ich habe da Relegationstermin an dem Tag. Ah, Fernsehen, ne? Ja. <laughs> Fernsehtermin. Na, vielleicht gehe ich auch rein. Mal gucken. Oh, okay. The Boogeyman startet. War das nicht getippt? Dann könnte es ja. Es wurde getippt, ja. Boogeyman wurde getippt, ja. hm. Ein Gruselfilm, sagen wir so. Hier steht nichts. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Wow. <laughs> <laughs> wow Horror-Thriller nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von Stephen King. <laughs> okay, mach du mal lieber weiter, Spider-Man. Ja, ich sehe schon. <laughs> Spider-Man Across the Spider-Verse ist der zweite Teil der Animationen und Zeichentrickfilms. Im zweiten Teil der spider man animationsfilmreihe kommen sich Miles Morales und Gwen Stacy näher. Uh, Besuch von einigen weiteren Spider-Menschen inklusive. Der erste Teil, der war richtig cool. Den haben wir damals immer extra noch ins Kino. Mhm. Hat sich echt gelohnt. Ähm, bin gespannt, wenn der zweite genauso gehalten ist, dann cool. Dann cool, cool, cool. Auf jeden Fall. Es läuft auch noch an, das Rätsel und da habe ich mir jetzt gerade die Zusammenfassung durchgelesen. Irgendwie dachte ich, der so ein Film gibt es schon mal. Und zwar geht es um neun professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer, die einen prestigeträchtigen Auftrag bekommen. Sie sollen nämlich das Buch, das letzte Buch einer erfolgreichen Trilogie, in jeweils ihre Sprache übersetzen. Es sind verschiedene Sprachübersetzer. Und damit das Finale ein Geheimnis bleibt, wird diese neunköpfige Truppe in einen Bunker eingeschlossen und müssen ganz harte Regeln befolgen und alle elektronischen Geräte abgeben. Aber irgendjemand erpresst den Verlag und stellt die ersten zehn Seiten des bislang noch geheimen Romans ins Internet. Und jetzt ist die Frage, wie ist das passiert? Ja. Ich, kann, ich kann mich irgendwie an diese Story. Entweder das ist jetzt ein französischer Film, Les Traducteurs, ähm, aber irgendwie kann ich mich. Also irgendwas gab es da schon mal. Irgendwas habe ich. Vielleicht ist eine Art Remake? Ja, aber ein französisches Remake? Hm, na gut, aber mit Lambert Wilson, Olga Kolienko, ui. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, dann startet Pearl, das ist glaube ich was für Kate, Horror-Prequel zu X, in dem Maya Goth als junge Frau die Mordlust entdeckt. Hm. Schade auch noch, die Nachbarn von oben, da habe ich ja gerade ein, ein bisschen was drüber erzählt. Schon was von gehört. Bisschen was drüber erzählt. Also kann man durchaus mal gucken. Eine, eine, würde sagen, eine sehr anzügliche Komödie, muss ich mal Wie ist es denn hier beschrieben? Warte mal, ich klicke mal den Link. Ähm, nach 20 gemeinsamen Jahren der Ehe ist es im Schlafzimmer von Anna und Thomas ruhig geworden. Wie ruhig? Genau reiben ihnen die Nachbarn regelmäßig unter die Nase, denn die bringen mit ihrem wilden Liebesspiel immer wieder die Wände des Paares zum Wackeln. Das macht ja. erholsamen Schlaf zur Ausnahme und verkürzt die Zündschnur der beiden enorm. Also wird mehr lauthals gestritten, als im ruhigen Gespräch die Problemlage erörtert. Und nicht gerade unkompliziert wird die Lage, als Anna und Thomas von den Nachbarn ein freizügiges Angebot vorgelegt wird, von dem offenbar die Zukunft der Beziehung der beiden abhängt. Naja, komm Ja, passt nicht ganz. Hat irgendjemand was abgeschrieben, denke ich mal. Auch gut. Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt einen Film, der ist, die beschreibung lautet zwei familien zieht es zum gemeinsamen kurzurlaub traditionell regelmäßig auf die malerische dänische insel bornholm dort lässt sich die natur in freien zügen genießen und die drei jungs können im zelt am strand schlafen doch dann passiert etwas das die welt der beiden familien schon bald gehörig in zwanken bringen soll aus dem zunächst kleinen streit entbrennt letztendlich ein handfester konflikt der sich längst nicht mehr nur um den auslöser dreht ehekrisen und aufeinanderprallende vorstellungen von erziehung treten an die oberfläche und stellen alle vor die große frage sind wir so noch glücklich eine Komödie, ein Drama mit 99 Minuten und dem schicken Namen fucking Bornholm. Ich kann mich erinnern, den hatten wir, glaube ich, mal bei den Tipps mit dabei, irgendwie. Bei den Sneak-Tipps. Kann sein, ja. Orphea and Love hatten wir auch mal bei Sneak-Tipps dabei. Da kommt die Nele von einem kleinen Dorf in Estland nach Berlin. Sie muss sich dort durchschlagen, hat wenig Geld und lebt in einer Studenten-WG und lernt dann den kleinkriminellen Kolja kennen, in den sie sich Hals über Kopf verliebt und dann irgendwann hat sie ihre, ihre große Chance, als sie einen Talentsucher trifft, äh, hat sie die Chance, Opernsängerin zu werden, wovon sie schon immer geträumt hat. Okay. <laughs> ähm, jetzt muss ich gucken, weil Fair in Love ist... Ach doch, ist das nicht, Aber Oh ja, ist was für ein Erik. <laughs> <laughs> Fair in Love. Habe ich deutscher doch grad, Musik ich doch gehabt? Oder? Musik, ja, 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 sorry, sorry ich komme gerade völlig durcheinander. Also, auf, ja, stimmt. Eis, dann ist Eismeier jetzt, ne? Du, ja, Eismeier. Ist Das ist was für mich, meinst du? Nein, nein, nein. nein. Ich war, österreichisches Liebesdrama beruhend auf der wahren Geschichte des berüchtigten Schleifers des Bundesheeres Charles Eismeier, der sich in einen Rekruten verliebt. Ah, da würden jetzt manche Leute wieder aus der Sneak rausgehen. Sollen <laughs> ähm, sie doch. Es, es kommt auch noch eine, eine Wiederaufführung eines bekannten Films. Da gibt es ja diese Reihe. Hier ist die Best of Cinema. Und zwar den Luc besson film im Rausch der Tiefe. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so viel dazu sagen. War, glaube ich, so damals der Durchbruch für Jean Renault. Und ähm, ja, geht es viel ums Tauchen und was, ja. So, jetzt habe ich diesen <laughs> total einfachen Titel. Tr Tronc La Teil 1 und Tronc Laucan Teil 2. Okay. Starten. Ein Drama. Oh Gott, der erste Teil geht zwei Stunden und der zweite Teil geht zwei Stunden 13, 2 Stunden 9 Laura arbeitet als Biologin in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, doch ihre jüngste Forschung, sieht ein hartes Kontrastprogramm vor und führt die junge Frau nach Tronc-Lacan in den provinziellen Westen des südamerikanischen Landes. Ja, ist also definitiv Tren, trenke <laughs> Lauquen. <laughs> 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 Nein, ne, lau Buenos Aires, Argentina. Jetzt klang es so ein bisschen Dänisch, aber bla 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 bla. <laughs> äh, Booking Bornholm. Ja. <laughs> yeah. Okay. Also, ja, ich ja. glaube, Special Interest. Äh, auch ja. Heidi, Zurück in den Bergen, läuft auch nochmal an, wahrscheinlich. <laughs> das ist ein Remake. <laughs> Und, was ist das? Ist das ein Doku? Tuki Puki, Die Reise der Hyäne. Tragikomödie, nee, Drama. Drama slash Komödie, okay. Ein Afrikaner, ein Film aus Afrika. Sie wollen von Dakar verlassen und nach Paris gehen. Ihnen fehlt das nötige Geld für eine Schiffsreise und sie beschaffen sich auf illegale Art und Weise. Als es schließlich soweit ist, besteigt Anta das Schiff. Doch Morty, nee Mori, <laughs> besinnt sich im letzten Moment und kehrt Wirklich um. Morty. Er macht sich stattdessen auf die Suche nach seinen Wurzeln. Okay. Das war's dann mit den Kinostarts der Woche. Und mal gucken, was hier noch so neu bei Netflix ist. Da irgendwas Cooles dabei. Ja, Fuba ist ja gestartet. Mit Arnold Schwarzenegger, das wird mir immer reingespült hier. Mal sehen, worum es da geht. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Aber dann geht es jetzt erstmal ins Heimkino, oder? Habe hab ich was vergessen? Nee. Nö. Heimkino. Jetzt kann ich erstmal meine Stimme kurz schonen. Jetzt ist die Kate mal dran. Einer muss sterben. Hm. Wo, wo gibt es das? Worum geht es da? Äh, eine muss sterben gibt es bei Prime Video und ähm, okay ich muss mir kurz überlegen wie ich das zusammenfasse ähm, es ist auf jeden Fall ein spanischer Film glaube ich. Ähm, ich guck noch mal ganz kurz ob das wirklich spanisch ist hm, steht jetzt hier nicht okay ähm, heißt und es erinnert ein bisschen an U Uno und Muerte ist da bestimmt mit Mittel. Original Tino Hallo? Hallo? Also ich höre ich hör Kate noch drüben reden, aber ich höre sie hier Ach nicht so. Mehr. Ich, ich habe schon gedacht, du bist auch weg. Okay. Dann warte ich mal. Und. Ah, da bist du äh, wieder. Jetzt warst du gerade die ganze Zeit weg. Was? Ja, du warst gerade total weg. Ich. Weiß nicht warum. Ich mache nichts. ich sitz ja, du bist, hier nur. ja, jetzt bist du wieder da. Das ist gut. Okay. Ähm, aber also. du musst jetzt noch mal vorne anfangen. Also, Okay. Wo, warte mal, lass mich mal kurz. Worum geht's bei Einer muss sterben? Einer äh, muss sterben ist ein spanischer Film, der sehr an Escape Room erinnert. Denn sieben verschiedene Personen äh, wachen in einem Herrenhaus auf, ohne zu wissen, warum sie dort sind. Sie wurden entführt und am Anfang ist auch noch nicht ganz klar, warum es genau diese sieben Personen betrifft. Also drei davon sind verwandt, das ist eine, quasi eine Familie mit Mutter, Vater, Tochter und der Rest sind alles einzelstehende Personen und ähm, sie kriegen dann durch einen Lautsprecher eine, die Spielregeln erklärt und zwar ähm, gibt es eine Zeit, die rückwärts läuft und innerhalb dieser Zeit muss entschieden werden, dass einer aus dieser Gruppe sterben muss. Allerdings darf sich niemand selber vorschlagen. Ja, also es muss einständig stimmig entschieden werden, dass XY stirbt. XY darf sich aber nicht selber vorschlagen, weil ich bin doch eh der Älteste oder ich habe was Schlechtes getan, ich hätte es verdient. Das, das darf er nicht machen. Wenn jemand die Regeln bricht, wird er umgebracht, wird er aus dem Spiel genommen. Und ähm, Ziel des Spiels ist eben, dass einer raus muss und während sie das versuchen rauszufinden und zu überlegen, spielen sie sich quasi so ein bisschen durch das Haus. Also sie werden von, von einer Aufgabe in die nächste geleitet und dabei wird dann klar, dass die alle was miteinander zu tun haben, dass sie alle einen gemeinsamen Nenner haben ähm, und warum sie auch dort eingeschlossen werden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es wirklich wie eine Art Escape Room ist. Mit einem Twist. Was man dazu aber noch sagen muss, ist, dass es extrem schnell erzählt ist. Also, ähm, es ist, wird relativ schnell klar, warum die da drin sind und wer, also wer dahinter steckt. Ähm, es gibt, wie gesagt, am Ende noch einen Twist, mit dem man vielleicht rechnet, vielleicht auch nicht. Also, es gibt den einen oder anderen Hinweis am Anfang, ähm, aber ja. Klingt trotzdem äh, interessant. Äh, ja, ist er tatsächlich, aber es ist mhm. halt wirklich ein bisschen mhm. diese spanische Art und Weise. Auch das, die spielen so ein bisschen übertrieben und äh, dann wieder sehr schnell und ähm, die ganze Story ist, hält sich nicht lang auf. Also, es, er, ist richtig, er ist eigentlich ein richtig guter Film. Ich finde nur, man hätte sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können und das Rätsel. Wer dahinter steckt und was da los ist, ein bisschen länger, sagen wir mal, geheim halten sollen. Also, okay. aber ansonsten ist es eigentlich ein echt guter Film. Ähm, ich muss mich korrigieren. Ich hatte, glaube ich, anfangs gesagt, der kommt auf Disney Plus. Er ist aber tatsächlich auf Paramount Plus. Muss ich mich korrigieren. Ja, genau. Paramount Plus. Ja. Ich Punktetechnisch, ich, mhm. ich ziehe ein bisschen was ab wegen der Schnelligkeit und der starken Parallelen zu. Ähm, Escape Room. Ähm, aber ich gebe ihm trotzdem sieben Punkte. Hat der, der Hauptdarsteller Manolo Cordana hat auch Regie geführt. Das ist hm, nicht immer ein gutes Zeichen. Sag ich mal. Naja. Ähm, klingt aber auch ganz interessant. Paramount Plus macht sich langsam. Hat ein paar kleine Perlen parat. Okay. Ähm, ja. Ich habe auch noch was geschaut auf Disney Plus. Und zwar boston strangler den wollte ich tatsächlich schon längere zeit gucken äh, kira knightley spielt dort die hauptrolle und wir hatten ja in letzter zeit sowohl in der sneak als auch bei ja, in, in streaming services ganz viel so äh, so geschichten erzählt bekommen wo irgendwelche reporter in irgendwelchen äh, true crime oder in echten kriminalfällen wo wir dann sehen wie da ermittelt wurde damals wenn reporter irgendwas aufgedeckt haben oder so da gab es ja diverse filme und das ist auch so ein Film. Und hier ist äh, Kira Knightley die Reporterin. Die ist ähm, ja damals war das noch nicht so, also dass jetzt Frauen so ähm, so die großen tragenden Rollen in irgendwelchen Verlagen bekommen haben. Äh, da wurde noch nicht gedacht, dass die in Anführungszeichen so gut schreiben können wie die Männer. Ja, das war halt alles noch so mit ähm, ja. Eine, eine, eine böse Zeit damals, sag ich mal, ne? Und ähm, sie schreibt also halt kleine Lokalberichte immer und als dann immer mal ma, äh, Frauen umgebracht werden, ist auch so die gesellschaftliche Meinung so, ja, das äh, ist halt so und ja, mein Gott. Und, aber sie erkennt dann halt auch so Parallelen in den, in den Fällen, ähm, wo dann Frauen umgebracht werden und sie sagt dann, ja, das ist irgendein Serienkiller, der hat so Frauen abgesehen und die Polizei... Das geht halt auch so über die ganzen Zuständigkeiten in den USA. Das ist halt auch schlimm ne? mit diesen ganzen einzelnen Polizeirevieren, die da zuständig sind. Und jeder will sich nicht in die Karten gucken lassen. Und vor allem, die manche von diesen Polizeirevieren haben halt auch relativ schnell schon ihren Schuldigen für, für die Fälle, damit der Sache, die Sache erledigt ist. Und sie erkennt aber, naja, es gibt jetzt immer noch Fälle, wo ein ähnliches Muster da auftritt. Und das kann ja nicht sein, dass da in dem anderen Ort, wo es genauso war dass da schon ein Schuldiger gefunden wurde und verhaftet wurde und hier werden immer noch Leute umgebracht und so. Und zusammen mit so einer anderen Frau aus dem Verlag ermitteln die dann selber da drin in dem Fall. Äh, und sie begibt sich dadurch auch selber ein bisschen in, in Gefahr und in die, in die, in das, in das Zielfernrohr, in, in, wie sagt man? In, das, in den Zielbereich des Boston Stranglers, der es ja auf so junge Frauen abgesehen hat und ich fand es ganz gut erzählt es war natürlich jetzt nicht so der der, der riesen ja mit riesenbohai oder so aber wir hatten ja auch mh, chris weißt du noch wie diese geschichte hieß wo die auch bei in new york bei dieser zeitung gearbeitet haben was wir in der sneak preview hatten ja, 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 das äh, war, oh Gott, das war doch, ja, 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 ich weiß, dass, da ging es um äh, hier die MeToo-Bewegung dann im Endeffekt. Ne? Ah, genau, ja, hier äh, Weinstein und so, ne? Genau, genau, und, das Weinstein. Genau, also das, da war schon mehr Pfeffer drin in der, in der ganzen Geschichte, es war schneller geschnitten und so, aber hier ist auch von der Produktionsfirma Rid Ridley Scott produziert auch und da sieht man auch, es ist gut gedreht und gut erzählt und, und gut gespielt auch mit Kira Knightley und die Zeit wird auch gut dargestellt und äh, auf jeden Fall, kann man sich das mal angucken, gerade für die Kate würde ich es empfehlen. Du magst ja so True Crime-Sachen und da ist halt auch viel so mit Ermittlungen drin. Wie ist man da drauf gekommen? Und man glaubt oder ich habe gedacht, so, ja, Boston Strangler hast du schon mal gehört, da weißt du eigentlich relativ viel. Nee, 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 also, also ich wusste da nicht so wahnsinnig viel. Ja. Und ja, vielleicht mal reinschauen. Man, man könnte auch jemanden erkennen, es spielt. Jemand mit, äh, und zwar David Faustino. Sagt das jemand was? Ich glaube mm -mm. man, man hat diesen Namen sehr, sehr oft auf dem Fernsehbildschirm gelesen. Habe ich schon mal gehört. Chris, Chris ja. vielleicht? Ja, man, man, der Name sagt etwas, so, weil man hat es tausendmal gelesen. Und zwar spielt er bei eine schrecklich nette Familie den Jungen. Äh. Ja, genau. Den, ja. Und ähm, der Der, Bundy, ne? der ist natürlich Jungen. jetzt hier ja. erwachsen, klar. <laughs> Wir waren alle nicht jünger. Und der spielt auch mit. Ähm, einer kleinen Nebenrolle. Puh. Und. Ach nee, ah ja, genau. Ach nee, Entschuldigung, es war in einer anderen Boston Strangler-Verfilmung, lese ich gerade, wo der mitgespielt hat. Ah, okay, also doch nicht ähm, doch nicht ach. David Faustino, aber gut. <laughs> aber sonst, der Film ist empfehlenswert. Gibt's auf Disney Plus, kann man gucken, Boston Strangler. Gehen wir lieber zu den Kino-News erstmal. Da gibt's nämlich was Kleines, da werde ich euch mal was verkünden. News. Und zwar haben wir eine E-Mail bekommen von den Innenstadtkinos für die Presse, was wir ja sind. <laughs> Und wahrscheinlich äh, hören bei uns sehr viele auch zu, die in die Innenstadtkinos gehen, in Sneak Preview oder überhaupt in Stuttgart ins Kino. Es gibt eine, ja, nicht ganz Kino-Flatrate, aber fast, sage ich mal. Und zwar für 22 Euro im Monat kann man... Wie oft war es? Sechsmal, siebenmal, achtmal? Achtmal, glaube ich. Äh, ich finde es gerade nicht. Irgendwo stand die Zahl drin. Ich guck nochmal. Äh, man, man kann achtmal ins Kino gehen für 22 Euro. In normale Vorstellung. Also falls es eine ist, die einen Zuschlag braucht, wegen irgendwie besonderer Technik, 3D oder Atmos oder sonst was. Den, den Aufschlag müsste man dann extra bezahlen. Aber ansonsten kann man bis zu achtmal. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ich gucke gerade. Ja, äh, bist du achtmal für 22 Euro ins Kino gehen? Also nur mal, vielleicht kann Ja, du, bis zu acht Kinobesuche. Ja, vielleicht kann uns der Mathelehrer lehrer da ein bisschen aufs Pferd helfen. Äh, wenn wir vier oder fünf mal in die Sneak gehen im Monat, ja, rechnet sich das dann schon? Erzähl doch mal. Ähm. Äh, also, pass auf, du hast Sneak kostet 96 im Augenblick. Runden wir mal auf auf sieben. Ist einfacher. Okay, 7 Euro. 7 Euro mal 4, das sind 28 Euro. Also, hat sich doch schon gelohnt, oder? Haben wir schon einmal Popcorn mehr mitnehmen, ne? Ich, ich möchte, möchte <laughs> kurz noch was ja. dazu sagen. Hier steht wortwörtlich, bis zu 8 Kinobesuche je Monat in Klammer 4 Wochen Laufzeit sind möglich. Okay, Also, also nicht quasi nach vier Monat, Sneaks, sondern ja. immer nach 4 Wochen. Also 4 Sneaks, 4 mal 7 ja. sind Ist schon drin. 28, hat der Chris schon richtig gesagt. Und <laughs> das eine richtig, eine harte Rechnung. plus jede weitere Vorstellung ja. ähm, außer 3D geht und dann hoch. kann man halt noch zusätzlich ins Kino gehen, mhm. 3D mag ich eh nicht im Kino, mit der Brille und so aber da kann man noch mal sich die ganzen Kracher angucken, die da kommen jetzt kommt ja bald der neue Mission Impossible Film und Asteroid City und der neue Spider-Man und Kinostarts und ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall also wenn man jetzt nicht gerade im Urlaub ist, zwei Wochen wie ich jetzt gerade um, dann kann man das auf jeden Fall machen. Also sollte man tun. Ja. Und ist echt spannend. Also gilt natürlich Gloria im Cinema. Und ja, gerade jetzt im Sommer, wer vielleicht zu Hause ist, nicht wegfährt, einfach hier so für 22 Euro sich so ein Ding klicken. Um, ja, hier steht jetzt gerade noch nicht so drin, wie man sich das holen kann, ob man da physisch in die Innenstadtkinos muss oder ob man sich online klicken kann. Aber wahrscheinlich wird es dann auch online gehen. Ah, es gibt hier auch, ah ne Moment, es gibt online. Oh ich werde es mit verlinken. Ähm, da gibt es nämlich einen speziellen Link hier, Angebote slash Angebote rund ums Kino, slash <laughs> Kino-Abo, also ein langer Link. Ich verlinke den mit. Und ja, da kann man sich dieses Kino-Abo in den Warenkorb packen hier für 22 Euro. Genau. Mindestlaufzeit sechs Monate, danach monatlich kündbar. Das heißt, mh, könnt ihr dann quasi in dem, in dem nächsten halben Jahr dann jede, jeden Monat achtmal ins Kino gehen. Wahnsinn. Ich glaube, das werde ich machen. Ich die? Ach nee, du, Chris, du holst ja mal die Karten. Müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Äh, ja, das kriegen weil, wir schon irgendwie hin. Weil sonst läuft das ja da drauf. Ja, cool. Also das ist doch mal was. Ja, Wahrscheinlich ist das mal so ein bisschen so ein Testballon, dass die sagen, ja, maximal achtmal. Ähm, wahrscheinlich wird es dann irgendwann, wenn die sehen, okay, das, das passt so, das, das überzieht jetzt eh keiner oder keiner kommt jetzt so unbedingt an die Acht, dann machen sie eine richtige Flatrate oder so, schätze ich mal, dass man nicht mehr rechnen muss, Sag, war ich jetzt schon diesen Monat oder muss ich noch oder kann ich noch? Aber ansonsten, ganz einfache Rechnung, wenn ihr viermal, viermal in die Sneak geht und dann habt ihr jede, jede Woche noch einmal zusätzlich die Möglichkeit ins Kino zu gehen. Und selbst wenn ihr viermal in die Sneak geht, habt ihr schon gespart. Das kurz auf dem Bierdeckel erklärt. Okay, passt. Kino-Abo, also Ki Stadt kinos Sache. Und jetzt gucken wir mal in die Serien rein, was es da noch so Schönes Neues gibt. Serien. So, wer wird denn in die Jury berufen? Jury-Duty. <laughs> okay, Jury Duty. okay. Ähm, ich fange jetzt ja schon an zu lachen, weil es so absurd cool ist. Okay, Jury-Duty ist eine Amazon-Serie, aber. Ähm, sie ist nicht im Prime, aber sondern in diesem frei verfügbaren free oder wie das heißt. Das heißt, man hat in einer Folge zwei Werbespots mit 90 Sekunden. Äh, Moment. Aber es ist aber frei verfügbar für alle. Da habe ich jetzt mal eine Frage. Also, ich dachte immer, das free ist einfach zusätzlich ein kleineres Angebot für die, die nicht Prime haben. Und die kriegen dann ich halt. Ich habe keine Erbung. Ahnung. Aber das heißt also, es gibt Serien, die nur in der, mit Werbung zu schauen sind und nicht ja. für Prime. Ach ja. du, okay, das wusste ich nicht. Also, die ist jetzt zum Beispiel nur mit diesem Werbefunktion-Ding. Das da. ist ja Quatsch, so. oder? Aber ist, ganz ehrlich, mich juckt es nicht. Ja, weil aber das trotzdem. sind 90-Sekunden-Blöcke, ah. Das sind tatsächlich relativ witzige Werbespots auch. Also ich habe damit jetzt kein Problem. Ähm, okay. Dafür ist die Serie tatsächlich gut genug, ach, um zu sagen, ach komm, das mache ich, ich mit. Ich habe eigentlich gedacht, das Prime ist quasi, da ist alles drin. Und dann gibt es das nee. Freebie, da ist ein Teil drin, halt mit Werbung. Nee. Das war mein. Okay. Nee, also ich oh, habe jetzt geguckt, es gibt, hm. gibt Jury-Duty nur im Free-Fee. Free, okay. Ich kann das nicht mehr aussprechen. Naja, Free -Free. erzähl mal, sorry, ich habe mich da. Okay. Okay, also Jury-Duty. Ähm, wir wissen ja, dass die Amerikaner ganz groß darin sind, sich gegenseitig zu verklagen. Und dann gibt es natürlich auch so kleinere Prozesse, wo es gar nicht so um Schuld geht, sondern um, ähm, also, ob er jetzt ein Verbrechen begangen hat oder nicht, sondern eher so um, um war, er, war er das wirklich oder, oder hat er, hat es ist also nicht wirklich ein Verbrechen, es ist eher so eine, ich überlege gerade, wie das, wie das heißt. Ähm, also, wenn es nicht äh, um Kapitalverbrechen geht, sondern eher so um Backhelden. Ja, genau, also, oder ja, genau Nachbarschaftsstreitigkeiten oder. Genau. Also, es geht es nur darum, ob jemand haftbar ist oder nicht für etwas, was. Zwischen es wurde, wurde Eigentum zerstört und der dem das Eigentum gehört, verklagt den, an den der es kaputt gemacht hat. Und dann ging es nur darum: Ist er dafür haftbar oder nicht? Hat er das mit Absicht gemacht oder nicht? Also das sind so Mini-Prozesse. Das wird ja? auch vor noch Jury verhandelt, sowas. Ja, anscheinend okay. schon. Ist egal. Okay. Auf jeden Fall ähm, wird das Ganze aufgezogen in einer Art Dokumentation. Also es, also es wird die deswegen ist auch nur so ein kleiner Fall. Es wird quasi die Prämisse aufgemacht, dass man fürs, fürs amerikanische Fernsehen eine Art Dokumentation dreht, ähm, und zwar alles aus Sicht der Jury. Weil so normalerweise darfst ja in, als Jury nicht über den Fall sprechen, schon gar nicht mit der Kamera und so. Und ähm, da wird es quasi eine Ausnahme gemacht. Es wird als Art Dokumentation gezeigt. Und ähm, die Jury besteht aus zwölf Personen plus zwei Backups. Und ähm, es geht halt darum, dass die Auswahl getroffen wird. Dann geht es um, um den ganzen Fall, was da passiert. Und denen ihre Beratung und natürlich auch die Zeit zwischen, zwischen den, zwischen dem, ähm, zwischen den äh, Verhandlungen und ihrer Freizeit. Also, sie müssen ja so lange in einem Hotel wohnen, dürfen nicht nach Hause und solche Sachen. Ne? Und ähm, das Ganze ist extrem absurd. Denn, und jetzt kommt der ganze Clou an der ganzen Geschichte. Alles ist gefaked. Es sind alles Schauspieler, bis auf ein einziger. Und der weiß davon nichts. Der denkt, ja. er ist wirklich in der Jury, der ist wirklich in der Doku. Und ähm, es wird halt alles so hingedreht, ein bisschen, dass er auch immer mehr in dem Fokus steht. Also am Anfang wird er halt interviewt und... Dann die anderen fangen so ein bisschen an, mit ihm unauffällig mehr zu interagieren. Dann wird er zum Sprecher gewählt vom Richter selber. Der sagt ja, ah, du bist jetzt der Sprecher dieser Gruppe, das gibt es ja da immer. Und ähm, gefühlt ist er auch der einzig Normale in der ganzen Jury. Und er weiß halt nichts davon. Und auch der ganze Fall ist so absurd dumm, dass er, also dass, ich weiß gar nicht, also er hat sich zwischendrin mal jetzt mittlerweile gefragt, so. Ist das eigentlich alles echt hier, was ich hier gerade mitmache? Das ist ein Fall über und alle Folgen. Das ist ein Fall eine, über die, komplette... immer dieselbe, die gleiche Person. Ja. Die es nicht weiß, okay. Ja. Und das, das steigert sich halt immer mehr. Also, es geht dann auch um die zwischenmenschliche Beziehung zwischen, denen, zwischen den Jurymitgliedern und wie die halt mit ihm interagieren und es ist also wir reden hier wirklich fast von method acting ja weil die ziehen das durch bis im hotel also sobald die hoteltür zugeht ist wahrscheinlich dürfen die endlich wieder ist sie selbst sein mhm. aber es sind alle involviert der Richter die ganzen, ganzen Leute im gericht die da so in den fluren rumlaufen ist alles gefaked bis auf eben der eine das eine jurymitglied das ist so komisch und das allerwitzigste, aller Entschuldigung, ich habe ein bisschen Husten. Das allerwitzigste aller daran ist. Kennt ihr James, äh, James Marston? Ah, der Name sagt den mir Schauspieler. Was. Hm. Der spielt da auch mit und er spielt sich selber. Denn er wurde auch zum geschworenen Dienst berufen und versucht sich dann rauszureden mit, aber er hat Termine und er muss doch, er ist doch so ein toller Schauspieler und macht total einen auf Hollywood, was er anscheinend nicht wirklich ist, aber spielt sich voll in den Vordergrund. Und macht, ist teilweise echt peinlich, ähm, aber auf eine sehr, sehr urkomische Art und Weise, was halt die ganze Gruppe auch noch sehr, sehr lustig macht. Weil du so witzige Charaktere hast und dann diesen Hollywood-Star, ähm, der äh, sich da irgendwie durch, durchmogeln will, eigentlich raus will und dann traurig ist, dass er nicht im Mittelpunkt steht. Und das also, ist urkomisch. Das ist wirklich ur, urkomisch. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe noch zwei Folgen. Kann man das? Bis dann, und in der letzten wird es wohl aufgelöst. Kann man das ist. über die Prime-App gucken oder muss man sich da noch eine free installieren? Nee, das kann ich über die Prime-App ah, okay, gucken. Alles klar. Ja. Da ich, gucke ich nachher mal rein, das klingt spannend. Das ist, lustig. Das ist echt lustig. Uh, James Marston, der hat, <laughs> glaube ich, bei Sonic, der Hedgehog, oder? diesen jungen Mann gespielt. Jo, ähm, ich habe zu Ende geschaut, nur mal ganz kurzes äh, Wrap-Up hier. Die Chemie des Todes, muss ich sagen, hat er am Schluss echt Fahrt aufgenommen und war dann sehr überraschend. Ähm, also ich hab's ehrlich gesagt, ich war ja nicht die ganze Zeit so dabei. Ich hab's halt mehr oder weniger ja. so ein bisschen nebenbei laufen lassen, weil das hat sich doch etwas gezogen dann. Aber das Ende hat doch ein bisschen entschädigt dann. Aber es, mhm. also man muss halt nochmal zu sagen, es werden in der Serie werden zwei Bücher abgelichtet. Ja, das ne? merkt also man Zwei auch, komplette ja. Bücher. Das merkt man das ist auch. Ein bisschen, mhm. ein bisschen viel ja. Material für mhm. jemand, der da nicht sattelfest ist, was die Bücher angeht, also wie mich jetzt. Also die Bücher sind schon Aber extrem das Ende geil. Schon war schon echt Aber, krass, ja. ja. Also ja. wer da vielleicht noch dran ist, dann vielleicht doch mal zu Ende gucken, das ist noch echt gut. Und ich sehe hier, Chris hat auch Talsa King zu Ende geschaut, die erste Staffel. Wir werden mal kurz vielleicht einen Spoiler. Brauchen wir einen Spoiler-Tag oder was meinst du? Oh, weiß nicht, weiß nicht, was du als erzählen willst. Ja, <laughs> keine wir können es auch relativ oberflächlich machen. Ja, halten. machen wir oberflächlich. Also King mit Sylvester Stallone, der nach Tarzak kommt als Mafia-Boss, der dort alles ordentlich aufmischt. Hat ja auch ein sehr furioses Ende gehabt dann, fand ich. Die Staffel. Ja, ja, definitiv. <laughs> also ähm, es wird halt richtig aufgeräumt da hinten nochmal. Das sind noch ein paar Fragen offen, denke ich. Äh, und. Auch das, ja, dass, dass er da sein eigenes Ding dann komplett aufbaut und so. Ist schon, ist schon spannend. Das ist die Serie die sich eigentlich bis zuletzt irgendwie treu geblieben, kann das sein? Auf jeden Fall. Also, das, das ja auf jeden Fall. Ähm, es wird dann spannend. Äh, also, gibt es da eigentlich schon eine Idee, ob da eine. Ja, es wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine weitere Staffel kommen. Ja, ja. ja, ja, ja. Ich, weil das war ja so ein Riesenerfolg auch. Ähm, aber hier steht gerade nicht vor Sommer 2024. Ja, ist ja klar brauchen ja erstmal Zeit zum Drehen. <laughs> ähm, und dann ist halt die Frage, wie sie das dann anschließen, weil das Ende war ja doch etwas, naja, ohne zu spoilern, ja, etwas abrupt <laughs> und äh, überraschend. Und da ist dann die Frage, wie man daran anschließen kann, aber die werden schon eine Möglichkeit dann finden. Ja, aber sonst mal gucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Also King kann man. Sehr, sehr positiv überrascht, sagen wir es so. Okay, dann vielleicht noch ganz kurz was anderes, weil. Ich bin bei Jerks. Mir fehlen noch genau die zwei letzten Folgen, was ja quasi eine Doppelfolge ist. Und ich traue mich an der einen Stelle nicht weiter zu gucken, weil das hat so eine ganz komische Wendung genommen. Ich bin in der ersten von dieser, von dieser Doppelfolge. Und das nimmt so eine ganz komische Wendung, wo ich sage: Ah nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und ich habe da Stopp gedrückt. Ich, ich, ich habe jetzt seit einer Woche da nicht weitergeschaut. Und, ähm, ja, aber ansonsten, die letzte Staffel ist der Hammer mit den ganzen Gaststars. Ist ja Wahnsinn, wer sich da alles die Klinke in der Hand gibt, ohne jetzt Namen zu nennen. Es ist ja total irre. Irgendwie will gefühlt jeder, jeder da mal mitspielen und jeder bekommt auch irgendwie coole Rollen und. Ah, es ist natürlich das übliche äh, Fremdschirm-Ding, so ganz knapp an der Grenze zu, oh nee, ich kann es nicht mehr gucken, ich mach's aus. Und so ging es mir halt jetzt in der vorletzten Folge. Ich denke, oh nee, 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 das geht jetzt in eine Richtung, die ich nicht sehen will. <laughs> mal sehen, wann ich mich traue weiterzuschauen. Ich hoffe mal, ich schaffe es vor dem Urlaub noch, den Rest noch zu gucken. Ne? Mal sehen wann da Christian auch aufgeschlossen hat und dann können wir mal über ja, die ganze Zeit. Vielleicht ganze habe ganze Staffel, ja. Vielleicht habe ich ja da Chancen mal aufzuholen hier. Auf jeden Fall schauen, gibt's auf Join. Und dann sind wir soweit durch für heute und ähm, kommen jetzt schon zu den Musiktipps. Music. So, dann fangt ihr mal kurz an, weil ich muss noch ganz kurz was rausholen. Kate? Ach, mal nicht, dass wir die Letzten sind. Haha. <laughs> das ist ja nicht, nicht das erste Mal, dass ich noch nichts habe. Ich habe äh, mir ausgesucht von 21 Pilots Dressed Out. Okay. Ich, oh nehm... oh ich habe mich gerade hm? ganz tierisch verschluckt. Entschuldigung. <laughs> ha hast du schon was? Sonst mache ich erstmal, weil bei dir steht noch nichts drin. Ja, ich mache erstmal, dann <laughs> verschluck dich erstmal. Mhm. Ähm, ich war ja auf dem Deepish Mode Konzert in Leipzig, da ja. nehme ich. Ein Song, der da auch kam, der dann gerade noch eine besondere Bewandtnis dann hatte, ähm, der auch visuell dargestellt wurde, weil das war der einjährige Todestag von Andy Fletcher, wo das Konzert war und da haben sie ihm den Song World in My Eyes gewidmet und auch mit einer visuellen Installation und so, das war sehr emotional, deswegen von mir Deepish Mode, World in My Eyes. Ich habe äh, inzwischen auch wieder ein bisschen Luft. <laughs> äh, ich habe mich entschieden für eine, wie ich, im, wenn ich es richtig im Kopf habe, neue Single von uh, 30 Seconds to Mars. Und zwar die Single Stuck. Okay. Werde ich dann alles mit draufpacken auf unsere Kinocast Songs Playlist auf Spotify? Dürft ihr gerne abonnieren. Also, Kate hat jetzt 21 Pilots, Chris hat 30 Seconds. Ich hätte was mit 40 nehmen müssen. UB40 <laughs> oder so. Ähm, okay. Spalter. Dann wird es jetzt in den nächsten Wochen mal eine kleine Pause geben beim Kinocast, weil ich mal in Urlaub gehe. Aber bevor ihr jetzt eure Sachen, euer Einbruchswerkzeug packt, meine Wohnung wird bewohnt sein in der Zeit. Keine Angst, also hier ist jemand da. Jawohl. Aber ihr seid gewahr, es wird dann bald weitergehen mit dem Kinocast. Hier, da wird es eine neue Folge dann irgendwann geben in zwei, drei Wochen. Jawohl, bis dahin werden wir mal einiges gesehen haben, denn morgen gehe ich ja auf jeden Fall noch in die Sneak und dann irgendwann ist mal ein Pfingstferien mal ein bisschen Urlaub angesagt. Jo. Und ihr beiden haltet hier eh die Stellung. Fort Sowieso. Vorzeitfolg gibt es auch eine neue Folge dann. Und ja, ansonsten. Mit der Kate. Ja, wieder, mhm. wieder mit der Kate. Wahrscheinlich zwei Folgen mit der Kate, ja. Mhm. Ähm, die macht das so gut. Ich glaube, die laden mich gar nicht mehr ein mittlerweile. Ähm, ja. Ich würde lieber andere Menschen ersetzen. <laughs> Nein! Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut, tschüss. Bis bald im Kinocast.